Das hier bin ich, Mauricio Garcia. Es gibt nicht viele Bikeparks im Fichtelgebirge, wo man rüppliche Trails fahren kann. Also ich habe heute früh meine Sachen gepackt und mich auf den Weg Richtung Ochsenkopf gemacht. Genauer gesagt, der perfekte Ort, um mein neues Enduro-Bike richtig testen zu können. Auf genau 1024 Höhenmeter hat man ein spektakuläres und einzigartiges Ausblick, wo Wanderer und Mountainbiker am besten den Sonnenuntergang genießen können. Die Downhill-Strecke schlängelt sich mit einer Länge von 2,3 Kilometer durch den Wald und sorgt mit mehreren Varianten für Abwechslung. Den perfekten Tag für Mountainbiker. Zum Bahnrollen ging es gleich auf die Downhill-Strecke. Nach ein paar schwierigen Abschnitten habe ich mich gleich warm gefahren und mich mit dem Rad wohl gefühlt. Ja, ich bin jetzt besser aufgewärmt. Nach ein paar rüppelige Passagen über natürliche belassene Untergründe mit Wurzeln und Steinen zeigte die Downhill-Strecke sein wahres Gesicht. Und das war teilweise ganz schön verblockt und rüppelig, auch wenn es auf der Kamera nicht so aussieht. Alter, ich bin stecken geblieben. Shit, Alter. Zu dem Thema, die Line ist besser. Zum Glück habe ich mir nichts gebrochen. Ich glaube, ich ziehe jetzt meine Protektoren an. Weil das hätte böse ausgehen können. Das war mit Abstand der krasseste Sturz, was ich bisher hatte. Und sieh an, ab dem Sturz hatte ich quasi eine Blockade drin. Es ging einfach nicht vorwärts, Leute. Wie gesagt, das war ich problemlos. Runter, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Blockade gehabt. Sowas frustriert mich, weil es kann nicht sein, dass ich mich selber blockiere, Alter. Die Steine sind hier teilweise so groß, dass die Linienwahl extrem wichtig ist. Denn wenn hier der Förderreifen verkantet oder einfach zu viel Druck auf den Lenker hat, kann es im schlimmsten Fall zu einem Sturz führen. Und ich spreche natürlich aus Erfahrung. Nice. Ich habe aber jetzt schon Armpump. Das geht ganz schön auf die Gelenke, Leute. So.
kurze. So hier den Stein hoch. So, ich habe jetzt die Langfessel in mir. Sehr gut. Hier kommt ein Sprung. Yeah. Mega nice, Alter. Hier kommt noch ein Sprung. You can say I've seen better days, but be amazed that I still get around like I can. Ach ja, und wenn dieses Video dir gut gefallen hat, hinterlass mir ein Abo da. Ich wäre euch sehr dankbar, denn dieses Projekt habe ich nur für euch gedacht. Hasta la vista, amigos.